Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Weit ziehen sich die Getreidefelder westlich von Metz in Lothringen. Sanft wiegen die Ähren darin im Wind. Mitten in diesen Feldern stehen monolithische Gedenksteine, die an gefallenen Soldaten diverser Armeeeinheiten erinnern. Hier, unmittelbar wo ich stehe, prallten am 18. August 1870 die französische Armee auf die Armeen verschiedenster verbündeter und deutschsprachigen Staaten zusammen. Die Schlacht bei Gravelotte-Saint-Privat. Dieser Vorläuferkrieg des Ersten Weltkriegs, der sogenannte Bruderkrieg 1870-71, wird unweit von hier im Dorf Gravelotte in einem Museum thematisiert. Vom Parkplatz her werde ich zuerst durch einen Soldatenfriedhof geführt, bevor ich vor den Toren des neuen Museums mit dem Namen Musée de la guerre de 1870 et de l'Annexion stehe. Ein großes Foyer mit freundlichem Personal empfängt mich. Das untere Stockwerk beherbergt die Sonderausstellung. Das ganze obere Stockwerk ist den verschiedenen Aspekten der Kampfhandlungen um 1870-71 gewidmet. Rot beleuchtete Vitrinen mit Fundgegenständen aus dem Feld machen den Auftakt. Im darauffolgenden Raum, auch rot gehalten, werde ich mit Karten über die geografische Lage der Ereignisse und über die verschiedenen Staaten in Mitteleuropa informiert. Insgesamt ist die Ausstellung sehr ausführlich und in sich schlüssig aufgebaut. Die fotografische Kriegsberichterstattung hat erst 20 Jahre vorher im Krimkrieg angefangen, doch die heroischen Ölbilder waren immer noch üblich. Dies spiegelt sich in den Ausstellungen ebenso wider. Napoleon III., Wilhelm I. und sein Strippenzieher Bismarck sind in alter royalscher Manier gemalt zu sehen. Multimedial wird vieles visualisiert. Ich verweile ständig vor Vitrinen, Karten und Bildern. Wer von euch kennt das Bourbaki-Panoramabild, welches in Luzern zu sehen ist? Ein ganz ähnliches Panoramabild wurde fast zeitgleich über Gravelotte gemalt. Ganz anders als das Bourbaki-Bild wurde das Bild von Gravelotte jedoch in verschiedenen große Bilder aufgeschnitten und danach verkauft. In diesem Museum sind viele Bilder daraus zu sehen. Ein ganzer Raum, welches das ganze Werk aufnehmen könnte, ist diesem Bild gewidmet. Wie im Memorial von Verdun ist auch hier der Nachkriegszeit ein Platz eingeräumt. Der Schmerz der Hinterbliebenen und der Heimkehrer ist fast greifbar zu spüren. Da helfen auch keine Orden und Denkmäler. Nein, das Museum heroisiert den Völkerkampf nicht. Es zeigt auf, wie eins dem anderen folgt bis zur unmittelbaren Gegenwart.